Herzlich willkommen bei einer weiteren Folge Lasst uns lesen. Wir machen weiter mit den deutschen Sagen, gesammelt von den Brüder Grimm. Wer die erste Folge verpasst hat, ich werde hier irgendwo eine Infocard einblenden, die zu der ersten Folge führt. Ist nicht schlimm, wenn ihr jetzt die Folge so als einzeln stehend schaut, weil die Sagen sind ja alles unter Sagen unterteilt, die nicht zwingend was miteinander zu tun haben soll, aber damit ihr quasi immer up to date seid oder immer auf dem neuesten Stand, kann ich euch empfehlen, die erste Folge geht ja auch nur knapp 20 Minuten und dann kommt er wieder hier zurück und schaut mir weiter. Dann habt ihr einen Strang. Nochmal kurz zum Ablauf. Ich werde hier auf der linken Seite werde ich das einblenden, was ich gerade lese, damit wir zusammen lesen können. Das müsst ihr natürlich nicht. Ihr könnt mir auch einfach zuhören oder mir zuschauen, wie ich lese. Das ist euch frei, wie ihr möchtet. Kommt auch natürlich auf das Medium an, wo ihr es schaut. Wenn ihr es auf einem großen Bildschirm schaut, ist es natürlich deutlich leichter mitzulesen, als wenn ihr es auf dem Telefon seht oder, ich weiß nicht, auf den tragbaren Bildschirm hier. Ja, daher wollte ich die Lavalampe heute anmachen für meine Folge, damit ihr was zum Schauen habt. Ist die mir durchgeknallt. Einmal zack, war das ganze Wohnzimmer stromlos. Da musste ich erstmal zum Kasten laufen und die Sicherung wieder reinmachen. Naja, ich habe sie erstmal hier stehen gelassen, weil ich muss mir erstmal eine neue Halogenlampe kaufen. Ich glaube, die werden gar nicht mehr hergestellt, kann das sein? Das wird ja jetzt quasi alles, der ganze Markt wird davon getilgt. Das lasse ich drin. Gut, dann wollen wir mal anfangen. Ich habe hier meine Lesehilfe. Ach ja. So, wo waren wir denn stehen geblieben? Frühlingshoffnung. Da fällt mir gerade was ein. Ich habe, glaube ich, in der letzten Folge gesagt, dass Tolkien die Zwerge erfunden hat. Da muss ich mich nochmal korrigieren. Natürlich hat der Tolkien nicht die Zwerge erfunden. Die Zwerge gibt es schon sehr viel länger. Aber Tolkien hat die Orks erfunden. Ich glaube, Orcus, irgendwas für Unterwelt auf Lateinisch, die hat er quasi ins Leben gerufen. Aber die Zwerge nicht. Ein kleiner Fehler von mir. Sei es drum. So, dann wollen wir mal. Ist jetzt richtig geil, sind gute Sagen dabei. So, mein Zettel. Frühlingshoffnung. Zur Zeit der Herbstsonnenwende verändert die Natur ihr Bild. Der Wald verödet, ein allgemeines Sterben geht über Flur und Wiesen. Totenstill wird's im Hag und nachts braust die wilde Jagd mit Geheul durch die laubrosige Äst. Kein Vogel lockt, kein Käfer summt, keine Grille zirpt. Wo sind sie alle geblieben? Der alte Wode hat sie hinabgezogen, der Berg hat sie verschlungen. Der schaffensfrohe Alte schläft in der Tiefe und lässt den Eisriesen droben die Herrschaft. In breiten Zügen, zu Hunderten fliegen die hungrigen Raben unmutig krächzend über das weite Tal der goldenen Aue. Sie umflattern die Kuppe des Kyffhäusers, als wollten sie durch brüderlichen Zusammenschluss das erreichen, was den Einzelnen unmöglich ist. Den trägen Alten aufwecken, damit er ihnen Brot streue. Aber der hört sie nicht und lässt sie sein Reich verfallen. Allein er wird wiederkommen in alter Pracht, Fülle und Schönheit, wird zur Zeit des Frühlings Tag und Nachtleiche den ungerechten Herren droben eine Schlacht liefern mit Blitz und Donner und Gebraus und wird siegen. Dem alten Wode gibt die Tage mancherlei Namen, je nach dem Landesteile, in dem sie entstanden ist. In Salzburg auf den Walzer Feld wird einst eine schreckliche Schlacht geschehen, wobei ein so furchtbares Blutbad angerichtet wird, dass den Streitenden das Blut in die Schuhe rennt. Da werden die bösen Menschen von den Guten erschlagen werden. Zum Wahrzeichen steht auf diesen Walzer Felde ein Birnbaum. Schon öfters wurde er umgehauen, aber immer wieder schlug er aus. Viele Jahre soll er durchstehen. Wenn er dann aber zu grünen anhebt und Früchte ansetzt, wird die große Schlacht geschlagen werden.
Dann wird der Bayernfürst sein Wappenschild daran aufhängen. Doch weiß niemand, was das zu bedeuten hat. Nahe bei Salzburg lebt auch der Unterberg, zwischen reichen Hall und Hallein, an den grundlosen Moor, wo vor Zeiten die Hauptstadt Helfenburg gestanden haben soll. Der Berg ist im Inneren ganz hohl, und es finden sich darin Paläste, Kirchen, Klöster, Gold- und Silberminen. Kleine Männlein bewachen die Schätze. Außer anderen fürstlichen und vornehmen Herren sitzt auch Kaiser Karl im Unterberge, mit goldener Krone auf dem Haupte und dem Zepter in der Hand. Sein Bart ist grau und lang gewachsen und bedeckt seine Brust mit dem goldenen Einsatz. An Fest- und Ehrentagen wird der Bart in zwei Teile geschieden, beide sind mit kostbaren Armbändern umwunden. Der Kaiser hat einen scharfen Blick und ist freundlich gegen seine Untergebenen, die mit ihnen auf einer schönen Wiese hin und her gehen. Keiner weiß, was sie da verhandeln. Genaueres kann die Sage über Kaiser Karl V. berichten. Zwischen Gudensberg und Blesse in Hessen, südlich von Kassel, liegt der Odenberg, in welchem Kaiser samt seinem Gesinde und dem Heer versunken ist. Ehe ein Krieg ausbricht, tut sich der Berg auf, Kaiser Karl kommt hervor, stößt in sein Histhorn und zieht mit seinen ganzen Herren einen anderen Berg. Kaiser Karl der Große ist aber auch in Nürnberg. Da hat er sich in einen tiefen Brunnen verwünscht, der zur Burg gehört. In Geroldeck, in Wasgau, ist ein verfallenes Schloss. Darin sitzen alte deutsche Könige, Ariovist, Armin Wittekind und der hirnende Siegfried. Wenn die Deutschen in den höchsten Nöten sind und dem Untergang am nächsten, dann brechen sie hervor und erscheinen ihnen zu Hilfe. Jedes Kind weiß, dass Kaiser Friedrich Rotbart nicht tot ist, sondern im Küffhäusers verzaubert sitzt. Kein rechter Kaiser wird nach ihm aufkommen. Zuweilen redet er mit den Leuten, die in den Berg gehen. Zuweilen lässt er sich auch auswärts sehen. Gewöhnlich sitzt er auf der Bank an dem runden, steinernen Tische, hält den Kopf in der Hand und schläft. Mit dem Haupte nickt er stetig und zwinkert mit den Augen. Auch sein Bart ist lang gewachsen und geht schon zweimal um den Tisch herum. Wenn er dreimal und dessen Rundung reicht, dann wacht der Alte auf, hängt seinen Schild an einen dürren Baum, der auf dem Ratsfelde steht und sogleich anfängt zu grünen, und dann wird eine glücklichere Zeit beginnen. Ein Bauer, der mit einer Kornfuhre von Röblingen bei Sangershausen nach Nordhausen wollte, wurde von einem kleinen Männchen in der Burg geführt. Da musste er sein Korn ausschütten, durfte aber die leeren Säcke dafür mit Gold füllen. Da sah er den alten Kaiser, der unbeweglich auf seinen Stuhl saß. Auch ein Schäfer führte ein Zwerg hinein. Da stand der Kaiser auf und fragte: »Fliegen die Raben noch um den Berg?« Als der Schäfer dies bejahte, rief er: »Nun muss ich noch 100 Jahre länger schlafen.« Hammer, oder? Wunderbar. Ist auch ein schöner Gedanke, oder? Er gibt so ein bisschen Trost, dass irgendwo, wo war's? In Geroldbeck in Wasgau, in einem verfallenen Schloss, da sitzen sie, die alten deutschen Könige. Und wenn wir richtig am Arsch sind, dann kommen sie hervor und einigen uns wieder. Und eine glorreiche Zeit wird beginnen. Die Frage ist nur, ist das schon geschehen oder kommt es noch? Wer weiß. Aber ich bin mir eins sicher. Sollte sowas wiederkommen, dann wird nicht mit Schwert und Schild gekämpft. Dann wird der hörnerne Siegfried nicht sein Schwert schwingen. Der hörnerne Siegfried wird dann im Nadelstreifenanzug an einem grünen Tisch sitzen und mit den Leuten verhandeln. Er wird dann da sitzen mit Schlips. Er steht da, wird irgendwo ein Zeichen haben und dann sitzt er da vor den ganzen Leuten. Und alle Könige um ihn herum sitzen auch.
Dann sitzen sie da und überlegen. Ich kann es mir bildlich vorstellen. Gut, das nächste, die Riesensagen. Bei Hörter liegt der Brunsberg. Weiter nach Mittag über der Nähe, die sich in der Weser ergießt, der Wildberg. Auf beiden standen Burgen, in denen sich einst die Sachsen Karls des Großen erwehrten. In älterer Zeiten wohnten aber daselbst Hünen, die sich grüßten morgens die Hände darüber und hinüberreichten. Sie warfen sich auch zum Spiel Kugeln zu, und als einmal solch das Ziel verfehlte und in Tal niederfiel, schlug sie gewaltig ein Loch in den Erdboden, das man heute noch sieht. Auch anderswo findet man Spuren der Riesen, Steine, worin Male von Händen und Füßen eingedrückt sind und die von jenen Hünen herrühren. Ein solcher Stein soll bei Leipzig am Kuhturme liegen. Darin sieht man die Spuren einer großen Hand mit 6 Fingern. Ein anderer Stein ist auf dem Wege von dieser Stadt nach Hohlenweider zu finden. Darauf ist eine Schmarre wie von einem Riesenschwerte eingehauen. Von Landgrafenberge bei Jena heißt noch ein Stück der Löffel, weil vor Zeiten ein Riese auf der Höhe seine Mahlzeit hielt und seinen Löffel fallen ließ. Zuweilen findet man auf hohen Bergen mächtige Felsblöcke, von denen das Volk sich erzählt, dass sie von Riesen auf diesen Höhen geschleppt seien. Vor Zeiten lebte ein Riese, der Heim oder Haimon genannt wurde, im Inntale. Als nun ein giftiger Drache dort hauste und den Einwohnern großen Schaden tat, machte sich Haimon auf, suchte und tötete ihn. Dafür unterwarfen sich die Bewohner des Inntales seiner Herrschaft. Großen Ruhm erwarb er sich auch dadurch, dass er da, wo jetzt Innsbruck liegt, eine Brücke über den Fluss baute. Zu Wilten ist sein Grab zu sehen. Das ist 14 Schuh und 3 Finger lang, und auf dem Grabe ist seine Gestalt und Rüstung aus Holz geschnitzt. Zur Zeit Karls des Großen lebte ein Riese mit dem Namen Einherr, ein Schweizer. Der watete durch alle Wasser, brauchte darum keine Brücke. Und ward er über den Fluss, so sagte er zu seinem Pferde, »Komm, Gesell, du musst auch herüber«, fasste das Tier am Schwanze und zog es nach. Der zog im Frankenheer gegen Wenden und Hunnen, womit die Tage wohl die Awaren meint, und mähte die Feinde, wie einer das Gras mit der Sense mäht. Die Erschlagenen hängte er an seinem Spieß, als ob es Hasen oder Früchte wären, und wenn ihn daheim seine Freunde und Nachbarn fragten, was, wie es ihm im Kriege ergangen sei, so sagte er voller Unmut und Zorn, »Was soll ich von diesen vielen Fröschlein sagen? Ich trug ihre 7 oder 8 am Spieß über die Achse, weiß nicht, was sie quaken. Ist der Mühe nicht wert, dass der Kaiser wieder solche Kröten und Wendlein so viel Volk aufgeboten hat. Ich hätte es viel einfacher zu Wege gebracht.« Die Wenden und Hunnen kannten den Hühnern und flohen ihn. Sie wussten warum. Super, ey, Hammer. Bei den Riesen, da frage ich mich immer, wie groß die wirklich sein sollen. Ich meine, man hat es ja hier gerade eben eine gewisse, wo war das? Beim, wie hieß er nochmal? Beim Haimon. Da im Inntal, großer Ruhm, da steht dann eine Zahl zwischen 14 oder 13 Fuß plus 3 Finger. Groß ist sein Grab, also in die Länge. Da hat man ja schon so eine gewisse Angabe. So, wie viel groß ist jetzt ungefähr ein Fuß? Ich glaube, im Weltnetz sagt man ja gerne so, ist ja so ein Ding, halt, dass die Frauen wollen, dass die Männer 6 Fuß groß sind, und das ist ungefähr 1,80. Dann sind 14 Fuß, etwas mehr als das Doppelte, 1,80, so um die 5 Meter. Also ist so ein Riese, so ein Hühner 5 Meter groß. Aber auf der anderen Seite dann heißt es, dass sie Riesensteine schmeißen und fette Löcher in den Erdboden reißen, wenn sie aufschlagen, und über Flüsse sich die Hände reichen. Also das ist ja doch schon so eine vage Einschätzung der Größe der Riesen. Aber das ist ja eh allgemein ein kleiner Irrtum, dass
das Geschlecht der Riesen immer groß sein soll. Also das Attribut riesig trifft nicht auf alle Riesen zu. Manche sind kleiner, manche sind größer. Ich glaube, so wird es auch teilweise in der nordischen Mythologie, in der germanischen Mythologie, wie ihr es nennen möchtet, wird es auch so beschrieben, dass manche sehr viel größer sind und manche halt, ja, so groß ist wieder wie ein Mensch oder sogar kleiner, wer weiß. Also ist schon, der Fantasie wird hier freien Lauf gelassen, wenn es um Riesen und Hünen geht. Da frage ich mich doch, wer hier der Größte ist und wer hier der Kleinste. Na gut. Die Rostrappe. In Böhmen lebt in alter Zeit eine Königstochter, um die ein Riese warb. Der König, ihr Vater, sagte ihm zu, weil er die Macht und die Stärke des Hünen fürchtete. Da indes die Jungfrau, sie hieß Emma, schon einen anderen Liebhaber hatte, der aus dem Geschlechte der Menschen war, so widersetzte sie sich dem Befehl des Vaters. Aufgebracht über diesen Ungehorsam wollte der Vater Gewalt brauchen und setzte die Hochzeit gleich auf den folgenden Tag fest. Mit weinenden Augen klagte sie, dass ihrem Geliebten, der zu schnelleren Flucht riet und sich in später Stunde einstellte, die getroffene Verabredung ins Werk zu setzen. Es hielt aber schwer zu entfliehen, denn die Marställe des Königs waren verschlossen und alle Stallmeister ihm treu und ergeben. Zwar stand des Riesens ungeheurer Rappe in einem für ihn eigens erbauten Stalle, aber wie sollte eine zarte Frauenhand das mehr als 10 Ellen hohe Untier leiten und lenken? Und wie war ihm beizukommen, da es an einer gewaltig dicken Kette lag, die ihm statt des Halters diente und die dazu noch mit einem großen Schlosse verwahrt war, dessen Schlüssel des Riesen stets bei sich trug? Der Geliebte half aber aus. Er stellte eine Leiter an das Pferd und hieß der Königstochter hinaufsteigen. Dann hieb er mit einem mächtigen Schwertzeit die Kette in zwei, nicht schlecht, schwang sich selbst hinten auf und mit einem Fluge ging's auf und davon. Die kluge Jungfrau hat ihre Kleinödin mitgenommen, dazu ihres Vaters goldene Krone aufs Haupte gesetzt. Der Glanz der Diamanten leuchtete ihnen auf dem Wege. Während sie aufs Geradewohl forteilten, fiel es dem Riesen Bodo ein, in tiefer Nacht auszureiten. Erstaunt fand er seinen Stall leer. Es gab Lärme im Schlosse, und als man die Königstochter wecken wollte, fand sich's, dass auch sie verschwunden war. Da wurde dem Riesen der Zusammenhang klar. Ohne Säumen bestieg er das erstbeste Pferd und jagte wütend und racheschnaubend hinter ihnen her. Ein großer Spürhund witterte die Flüchtlinge, sodass der Verfolger sie nahe am Harze einholen konnte. Mit Schrecken erblickte ihn die Jungfrau, wandte in der Angst den Rappen und sprengte Wald ein, bis sie an das enge, felsbegrenzte Tal der Bode gelangte. Da gähnte ihn der Abgrund grausig entgegen. Der Rappe stutzte und wollte nicht weiter, aber ein Zurück gab es nicht, denn hinter ihnen raste der Unhold, der vor Freude heulte, weil er sich seiner Beute so nahe stand. Da stieß die Prinzessin mutig den Rappen in die Rippen. Der setzte mit einem gewaltigen Sprung über die grausige Tiefe und kam glücklich ans andere Ufer. Der Rosseshuf, der mit der Macht in den Fels eingedrückt war, ließ die Spur bis auf den heutigen Tag zurück. In blinder Wut setzte Bodo nach. Allein sein Ross vermochte es nicht, den grässlichen Sprung nachzutun, und er stürzte in die Tiefe, um nie wieder ans Tageslicht zu kommen. Auf dem entgegengesetzten Rande stand Emma und hatte aus Freude über ihre Erlösung von dem ungefügen Bösewicht fing sie an zu tanzen. Davon heißt die Stätte jetzt noch der Tanzplatz. Ganz ohne Schaden ist indes sie nicht in Sicherheit gekommen, denn im Taumel des Sprunges hat sie ihre Krone verloren, die nun in den Kessel der Bode gefallen ist. Da liegt sie noch heute und wird bewacht von einem Hunde mit glühenden Augen. Taucher, die der Gewinn reizte, haben mit Lebensgefahr versucht, den Schatz zu heben, beim Wiederkommen gesagt, dass es vergeblich sei. Der schwarze Hund sinkte immer tiefer
je näher sie ihm kam und die goldene Krone sei nicht mehr zu erlangen. Super. Hey, find's einfach Hammer. Mensch, ich frage mich da immer an der Stelle, warum erzählen wir uns heute sowas nicht in der Art? Ich meine, so moderne Sagen, die, ich weiß nicht, die sich über das Weltnetz ausbreiten, das Internet, und die wir dann quasi den nächsten Generationen geben. Ich meine, das hier sind Schätze, die sich die Leute erzählt haben für uns. Für uns. Aber welche Schätze lassen wir der nächsten Generation zu? Ja, was haben sie von uns? Es ist irgendwie ein bisschen schade, dass das hier so ein bisschen verschüttet geht in der ganzen Nummer halt. Ne? Aber hier wieder auch, ne? Hier wird wieder auch mitten von einem Riesen gesprochen. Und ja. Wie groß wird der Typ sein halt, ne? Damit er auf ein normales Feld geht. Auf ein normales Pferd kommt. Hier steht sogar drauf, unten, in kleingedruckt. Ich versuche das mal vorzulesen. Ist aber sehr klein. Das ist, ihr seht es, ich zeige es dir nochmal. Ist aber wirklich sehr klein geschrieben. Ich versuche es mal. Herod, der Vater der Geschichtsschreibung von 489 bis 429 vor Christus, erzählt, dass man im Lande der Uzien einen Fußstapfen des Herkules zeigt, der mit dem Fußtritt eines Menschen gleiche in zwei Ennen lang sei. Nicht weit davon ist der Fluss Ines. Die Rostrappe findet sich nicht weit von dem Fluss Inra im Harze, dem alten Land der Thüringer. Vielleicht ein Beweis für die Abstammung der Germanen aus Bordesin. Nee, Borderiasin. Ich weiß nicht, ist das ein F oder ist das ein S? Sehr schwer zu erkennen. Ich glaube, das ist ein F. Nee, ich glaube, das ist ein S. Borderiasin. Egal. Die Mühlezeit nimmt hier auch ein paar Buchstaben mit. Das ist nun mal so 90 Jahre alt, das Buch. Was will man machen? Gut. Machen wir weiter. Das Ilfelder Nadelöhr. Ein paar Stunden von Nordhausen liegt das Städtchen Ilfeld im Harz. Dem Gymnasium schräg gegenüber, das an der Stelle des alten Klosters errichtet ist, ragt aus dem Berge ein starker Stein hervor, in der eine schmale durchgehende Höhle hat, das Ilfelder Nadelöhr. Die Sage weiß davon Folgendes zu berichten. Einst trabte ein Hühner durch den Harz. Als er in die Gegend von Ilfeld kam, merkte er, dass ihn etwas im Schuh drückte. Er zog ihn also aus und schüttelte das Steinchen, das ihm den Ungemach verursachte, heraus. Da warf er es an den Ort, wo es heute noch liegt. Alle Holzknechte, die zum ersten Mal diesen Weg fuhren, wurden aus Übermut von ihren Kameraden gezwungen, dreimal durch das Nadelöhr mit vieler Beschwerde hindurchzukriechen, wenn sie sich nicht mit Geld davon loskaufen konnten. Die Obrigkeit hatte früher öfters fruchtlos den Brauch verboten, der freilich in unseren Tagen in Vergessenheit geraten ist. War jetzt mal ein bisschen kürzer. Das Ilfelder Nadelöhr habe ich jetzt im Netz nicht danach geschaut, noch nicht zumindest. Kann ja einer von euch vielleicht, der gerne reist, verreist, sich mal da durchzwängen, wenn das heute sogar noch geht. Ich meine, viele von den Dingen sind ja teilweise abgesperrt, eingezäunt wegen Vandalismus und sowas. Gibt es da viele, viele Orte. Man kennt ja diese, wie sagt man, diese verlorenen Städte, verlassenen Gebäude. Wenn man die nicht absperrt, sind sie nach ein paar Jahren sind sie voll geschmiert mit Sprühfarbe überall, irgendwelche Botschaften. Wenn es wenigstens geil aussehen würde, ne? Ja, im Allgemeinen diese Sprühfarbe, wenn es wenigstens mal geil aussehen würde. Ich meine, da gibt es Leute, unter denen das ist absoluter Wahnsinn. Das würde ich wirklich moderne Kunst nennen. So ein bisschen rebellisch Gebäude einsprühen ist ja das eine, wenn es dann geil aussieht. Ja, wenn es dann gut ist, wenn es eine
einen künstlerischen Mehrwert hat. Aber heutzutage ist es, also nicht heutzutage, aber in vielerlei ist es ja so, dass die Leute einfach irgendeinen Scheiß dahin schmieren, ihren Namen dahin schmieren, ihren Spitznamen oder was auch immer, und dann sich dann auf die Schulter sagen, ja voll, hab ich ja voll geil gemacht, jetzt gehe ich wieder ins Bett und ich schlaf stolz meinen Schlaf, der Sieger. Also, dann sollen sie doch wenigstens was Geiles machen, anstatt ihren Untalent überall hinzukritzeln. Und das Schlimme ist ja dann noch, das ist ja, weil das ist ja die größte Frechheit, wenn sich so einer den Arsch aufreißt, sich dann so ein richtiges Kunstwerk dahin zu sprühen in kürzester Zeit, dass dann irgendwann später einer kommt und denkt sich, ich übersprühe das einfach und mache meinen Namen rauf. Ich weiß nicht, wie das so in der Szene, in den Gruppen so gehandhabt wird, aber ich kann mir gut vorstellen, dass der eine oder andere den anderen dann erstmal zum Dank erstmal irgendwie die Knie bricht. Kann ich mir gut vorstellen. Naja, das war jetzt nur noch am Rande halt, ne? Gehen wir weiter. Bogniedeck ist ein wichtiges Ding jetzt. In den traurigen Zeiten des Mittelalters wurde niemand mehr geplagt als der arme Bauersmann. Er gehört als Unfreier dem adligen Grundherrn, für den er drückende und oft ungerechte Frondienste leisten musste. Es war ihm untersagt, Land zu erwerben, auch seinen Wohnsitz zu verändern. Wenn die Herren miteinander Krieg, in Klammern Fehden, führten, so ging es gewöhnlich über den armen Bauern her. Sein Vieh wurde weggetrieben, seine Hütte angezündet, sein Feld zertrampelt, auch war er von Misshandlungen und Gewalttaten nicht sicher. Oh, sein Feld zerstampft, Verzeihung. Da gebot kein Richter Einhalt und schützte den Wehrlosen. Vertrugen sich die Herren wieder, so stand keiner ein Wort des Bedauerns darüber, dem Gegner so viel Schaden zugefügt zu haben. Der Bauer, den niemand bemitleidet, musste die Zeche bezahlen. Er durfte auch nicht darüber klagen. Die nachfolgende Sage gab aber den übermütigen Junkern eine ernste Lehre. Im Elsass, auf der Burg Niedeck, die an einem hohen Berge an einem Wasserfall liegt, waren die Ritter früher Riesen. Einmal ging das Riesenfräulein herab ins Tal, wollte sehen, was da drunter wäre, und kam halb bis Haslach, westlich von Straßburg, auf eine vor dem Walde gelegenes Ackerfeld, das gerade von einem Bauern bestellt ward. Es blieb vor Verwunderung stehen und schaute den Pflug, die Pferde und den Ackersmann an. Alles war ihr etwas Neues. Ei, sprach sie, das nehme ich mit mir. Gleich kniete sie nieder, spreitete ihre Schürze aus, strich mit der Hand über das Feld, fing alles zusammen und tat es hinein. Nun lief sie vergnügt nach Hause, den Felsen hinaufspringend, wo der Berg so jäh ist, dass ein Mensch mühsam klettern muss. Da tat sie einen Schritt und war oben. Der Ritter saß gerade bei Tisch, als sie eintrat. Ei, mein Kind, sprach er gütig, was bringst du da? Die Freude schaut dir aus den Augen heraus. Da machte sie ihre Schürze auf und ließ ihn hineinblicken. Was hast du so Zappeliges da drin? Ei, Vater, gar zu artiges Spielzeug. So etwas Schönes habe ich meinen Lebtag nicht gehabt. Darauf nahm sie eins nach dem anderen heraus, stellte es auf den Tisch, den Pflug, den Bauern, die Pferde, lief herum, schaute es an, lachte, schlug vor Freude die Hände, wie das kleine Wesen sich so hin und her bewegte. Der Vater aber sagte: Kind, das ist kein Spielzeug, da hast du Schönes angestiftet. Geh nur gleich und trag's wieder in das Tal. Das Fräulein murrte. Aber es half nichts. Mir ist der Bauer kein Spielzeug, fuhr der Ritter ernsthaft fort. Trage alles nun sacht wieder an den nämlichen Platz, wo du es gefunden hast. Baut der Landmann nicht sein Ackerfeld, so haben wir Riesen auf unseren Felsennest nichts zu leben. Ja, die Bauern, die müssen sich auch heute noch ein paar Sachen anhören. Man sieht ja überall, wo sie manchmal. Ich glaube, in Frankreich ist das ja nicht selten so.
Die Franzosen, was das Protestieren betrifft, sind die Franzosen ja, ich glaube, das hat schon Tradition bei denen. Man sieht ja die Bilder, wenn dann so das, wenn sie mit dem Traktor da langfahren und dann tun sie erstmal die Ratshausfront mit Gülle vollsprühen und auch rein, wenn Fenster offen ist, gerade schon schön rein in die Bude rein schießen die Gülle. Die fackeln da nicht lange, wenn es da wieder irgendwelche Gesetze gibt, die den Bauern wieder irgendwas verbieten oder irgendwelche Grenzen setzen oder was weiß ich. Ja, ist natürlich immer ein Abwägen mit den Bauern halt, ne? Auf der einen Seite müssen sie die Natur schützen, weil sie müssen ja in die Zukunft blicken. Ist ja nicht so, dass der Bauer, also wie gesagt, es ist ein stetiges Abwägen. Der Bauer darf das Land, sein Vieh und seine Felder darf er nicht so auszehren, nicht so beschädigen, nicht so ausbeuten, dass er in den nächsten 10 Jahren nichts mehr hat. Weil irgendwann ist auch mal Schluss. Ja? Der Natur ist das scheißegal. Wenn das Feld, wenn das Tier krank ist und das Feld quasi keine Nährstoffe hat, dann wächst da eben nichts mehr und da wachsen auch eben keine Tiere mehr. Das ist auf der einen Seite der Naturschutz, ne? Im eigenen Interesse des Bauers und auch damit, dass die Produkte gesund bleiben. Aber auf der anderen Seite eben ist halt die Menge an Menschen, die zu jeder Zeit etwas haben wollen. Also diese Nährstoffe, also das Essen, Kartoffeln, was auch immer, diese Gemüse und Pflanzen und ins Fleisch haben wollen. Und die Menge vor allem. Und dadurch ist ja das ist ein hoher Druck, den die haben. Ne? Früher haben die Menschen sich einfach so ihre eigenen Felder gemacht. Da gab es ja sowas wie ich kaufe Land und so, gab es das ja noch nicht. Da hat man einfach sein Feld genommen, hat das bestellt, hat das gemacht und man hat sich selbst versorgt. Und heute ist das ja eine Riesenindustrie geworden. Und da kann so ein Ernteausfall nicht sein. Das muss alles klappen. Deswegen wird eben das Zeug gesprüht, damit man halt so viel wie möglich rauskriegt aus der Ernte und so viel wie möglich aus dem Tiere rauskriegt. Ist natürlich alles immer ein Geben und ein Nehmen. Ist eine Gratwanderung. Das wissen die Bauern aber auch. Und wer weiß, der eine oder andere wird er sagen, okay, ich bin mehr dafür und ich bin eher dafür. Da ist jeder Bauer anders. Ja, wie jeder Mensch auch seine eigene Meinung, haben auch die Bauern ihre eigene Meinung. Ist ja wie mit den Monokulturen. Ne? Hat ja auch viel kaputt gemacht. Auch in Afrika haben die Monokulturen sehr viel kaputt gemacht. Ich glaube sogar es gehört jetzt hier nicht dazu, aber ich rede jetzt einfach mal so aus der Seele heraus. Welches Land ist das ist so ein hungriges Land? In Afrika gibt es im Osten von Afrika, ich weiß jetzt nicht mehr, wie das heißt. Egal, aber dort ist es so, dass man durch die Monokulturen, ich glaube, das ist ein Riesengebiet, was die dort haben. Das Land ist riesig, viel größer als Deutschland. Ja, Afrika ist ja allgemein riesig. Ja, das kann man sich manchmal gar nicht vorstellen, wie riesig Afrika ist. Ja. China, Russland, ganz Europa, Amerika. Und ich glaube sogar noch Südamerika. Alle zusammen passen alles in Afrika rein. Afrika ist einfach riesig. Das sieht einfach auf der Karte immer falsch aus. Aber da ist es so, die haben durch diese Monokultur viel kaputt gemacht. Also ich glaube, die haben nur noch 2% von dem Land, was sie mal hatten, ist jetzt nicht mehr brauchbar. Also die 2% ist noch verfügbar, das sie haben können. Der Rest ist unbrauchbar geworden durch eben die starke Monokultur, die sie da durchgezogen haben. Ne? Ich meine, früher gab es ja dann die Dreifelderwirtschaft. Ne? Ich weiß nicht, ob ihr euch da so ein bisschen kennt. Irgendwie, man bestellt ein Feld, eins lässt man ein Jahr, also zwei Felder bestellt man und eins lässt man ruhen. Also das dann jedes Mal. Jedes Feld ungefähr werden 2 Jahre hintereinander gemacht und dann wird es ein Jahr lang einfach brachgelegt. Da wird einfach nur Gras gesät oder sowas. Und dann erholt sich das wieder und dann ein Jahr später kann man wieder 2 Jahre das Feld bestellen. Ja. Hat er damals auch in der damaligen Zeit diese Technik, diese Dreifelderwirtschaft und das Wissen, dass sich der Boden erholen muss, das hat ja viel gebracht damals halt. Ne. Gut, Leute. Dann war es das erstmal heute dafür. Und ich hoffe, nächste Folge habe ich meine Halogenlampe wieder.
das Strom, die stromschluckende Halogenlampe, damit die Lavalampe wieder funktioniert, damit ihr so einen kleinen Blick habt. Könnt ihr ein bisschen ausschweifen. Obwohl ich weiß natürlich, dass das Bild manchmal hier das dann verdeckt. Aber gut, vielleicht finde ich mal einen anderen Weg. Mal gucken. So, ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Und egal, je nachdem, wann ihr das ansieht. Und ich hoffe, ihr bleibt bei mir. Wenn ihr wollt, könnt ihr den Kanal hier abonnieren, wenn ihr möchtet. Ihr könnt auch wieder unten was dazu schreiben, wenn es euch gefallen hat, wenn ich hier weitermachen kann, wenn ich hier weitermachen soll, beziehungsweise ob ihr noch andere Wünsche habt, andere Bücher, die ihr gerne vorgelesen haben wollt oder mit mir zusammen lesen wollt, könnt ihr dann unten einfach reinschreiben, wie ihr möchtet halt, ne? So, alles klar, dann macht's gut.